Mir ist langweilig. Also spiele ich Darth Mod. Empire. Der Darth Mod ist ein Mod für Empire Total War. Der Unterschied halt ist, dass man mehr Soldaten auf dem Schlachtfeld hat teilweise. Und natürlich mehr Nationen, wie man hier sieht. Tutorials, wie ihr ihn runterladet, findet ihr auf YouTube. Wenn ihr unbedingt, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, dann stellt sie mir auch gerne in die Kommentare die Frage. Und dann werde ich euch ein Video verlinken. Hoffentlich, wenn ich nicht komplett verkacke. Aber kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema in diesem Video. Und zwar diesmal nehme ich für mein How-To-Desaster Preußen. Weil ich Deutscher bin. Weil ja das Deutscher bin. Nein. Nee. Ich nehme auf jeden Fall Preußen. Weil ich habe mal Lust mit denen zu spielen. Außerdem sind sie ja lustig drauf um 1700. Long Kampagne. Kampagnenschwierigkeit. Stehen wir auf Very Hard. Und Gefechtsschwierigkeit genauso auf Very Hard. Und dann lass doch mal das Spiel starten. Über die Kontrolle über eine Provinz. Empire Total War unterscheidet sich von vorangegangenen Titeln aus der Total War. Wie diese Berater einfach die ganze Zeit nerven, ey. Es ist so schlimm. In dieser Übersicht Alter! Ist nicht ernsthaft. Zwischen den Nationen nein! Angezeigt. Mann, ich will das nicht. Nein, die labern. Och Mann. Feinde. Ey, ohne Witz jetzt. Ich stehe dich aus. Gott. Meine Fresse, ist hier schlimm hier wieder. So. Wir erforschen zuerst Kartätschen. Weil, wenn ich vor allem verteidige, was wahrscheinlich auch der Sinn sein wird, werde ich sowas brauchen. Ich erkläre nicht sofort den Krieg, weil erstmal würde ich mich aufbauen und dann erkläre ich allen Nationen den Krieg. Okay, machen wir es so. Wunderbar. Ja. Ich will ja nicht viel sagen, aber ich würde mal sagen, es wird ein voreiliger Weltkrieg entstehen, beziehungsweise ich werde voreilig allen Ländern den Krieg erklären. Weil Österreich meinte, mir den Krieg erklären zu müssen. Jetzt weiß ich leider nicht, wer den beigetreten ist. Ich vermute, Polen wird mir dann auch gleich den Krieg erklären. Oder ich erkläre denen den Krieg. Jedenfalls fängt es jetzt gleich an, dass ich ein paar Leuten den Krieg erkläre. Aber es werden nicht viele sein. Okay, ich habe allen Ländern den Krieg erklärt. Wirklich allen. Ach, das wird so viel Spaß machen. Vor allem, ich werde jetzt richtige Geldprobleme haben. Weil ich so eine fette Armee habe und jetzt nicht mehr, nur noch durch meine eigene Wirtschaft Geld bekomme, allerdings nicht mehr durch Handel. Ach, es wird so lustig, ohne Witz. Ich freue mich. Okay, ich greife jetzt Sachsen an mit 2628 Mann gegen 3675. Unterschied ist, ich habe Kanonen, sie nicht, beziehungsweise ich habe bessere Kanonen als die. Das Einzige, was mir vielleicht gefährlich kommen kann, ist die Mörser, aber ich glaube nicht, dass die wirklich gut ist. Und ansonsten, ja, solide Einheiten, die haben vor allem Garnisonstruppen, die jetzt auch nicht die besten sind, vor allem ihre Moral ist halt wirklich, boah. Also das, was ich machen werde, ist auf Massenmoral setzen, auf Massenpanik. Und dann würde ich mal sagen, Belagerungsattacke! Wir haben verloren. Nach einer Dreiviertelstunde Belagerung. Wo den langweiligsten 45 Minuten meines Lebens sind wir jetzt zu einer Niederlage gekommen. Und ich wusste zwar, dass das Spiel verbuggt ist. Ich habe es ja auch selber gespielt. Aber das ist so verbuggt ist. Also wenn man so auf Mitte spielt, fällt es einem nicht so auf. Aber wenn es wirklich um jede Sache geht, dann merkt man echt auf richtig schwer, wie verbuggt eigentlich dieses Spiel ist. Auch wenn es echt viel Pech drin war, ne? Ich habe meinen General in die Schlacht reingeschickt, sofort tot. Es war nicht so, dass irgendein Wächter neben ihm gestorben ist. Es war nicht so, als ob 90 andere Leute hätte sterben können. Nein, es waren genauso viele. Und wieso
haben die Sachsen plötzlich eine Armee da drin. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war, aber bei mir war sie vorher nicht drin. Jedenfalls, ich weiß nicht, bei mir wurde sie nicht angezeigt. Jedenfalls habe ich sie nicht wahrgenommen. Ansonsten hätte ich ja auch nicht attackiert, aber... Also... Puh! Es macht jetzt nicht gerade sonderlich viel Spaß, kann ich euch sagen. Dass es so verbuggt ist. Weil irgendwie ist es so ein bisschen... Es ist nicht schön. Und wir werden jetzt, by the way, belagert. Das werden wir verlieren. Stärke und Ehre. Oh, lol. Wir haben gewonnen. Ah ja, was ich, by the way, auch super fand, war, dass eine Schützeneinheit von den Sachsen mit 4 Moral, mit 4 Moralpunkten, mein General hatte 10, länger bis zum letzten Mann durchgehalten hat. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Ich habe einfach auf Massenpanik gesetzt und was passiert? Die Einheit hält bis zu 0 Mann aus. Und danach ist sie geflohen. Mit 0 Mann. Was ist das? Ohne Witz mal. Ach Gott. Ihr merkt, ich bin glücklich. Ja. Deswegen, es ist eigentlich auch cooler, wenn es bald ein neues Empire Total War geben wird. Was es nicht geben wird, aber egal. Hoffentlich wird bald mal irgendwann mal ein neues Total War rauskommen, Empire Total War. Weil der Ansatz ist cool, die Umsetzung ist very bad. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns relativ gut wehren. Ich habe leider das Gefühl, dass Berlin, aka Brandenburg, fallen wird. Das bedeutet, wir werden ziemlich schnell Geldprobleme bekommen, weil wegen Scheiße und so, wisst Bescheid. Ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal Kanonen und... Ach, kacke, okay, das war's. Ein Reiter und 2 Kanonen. Mit Visizierbomben. Alles klar, also die Ösis attackieren mich jetzt. Ich habe, glaube ich, kein Fort. Sehr scheiße. Scheiß Österreicher, meine Fresse. Die haben General und so. Schlimm. Ja. Knappe Niederlage, würde ich auch sagen. Wie die eine Einheit einfach geflohen ist, weil einer von den gegnerischen Reihen einen Schuss abgegeben hat. Fuck. Okay. Jetzt geht's nochmal gleich richtig rund, weil wir haben Königsberg verloren. Und das wiederum heißt, dass ich nur noch... wir haben... Ja, jetzt wird's noch richtig lustig, weil wir haben Berlin verloren. Jetzt geht es richtig rund, weil jetzt habe ich nur noch Königsberg. Die Königsberger Klopse. und ich bin mal richtig toll gespannt, wie sehr wir jetzt aufs Maul bekommen. Wieso habe ich das Gefühl, ich weiß schon, dass ich... Dass jetzt so 3000 Mann ankommen und mich so niedermetzeln. Okay, Leute. Kein Kommentar dazu. Die Polen attackieren mich mit unglaublichen 225 Mann. Ich kann das nur verlieren. Mit 2400 Mann bin ich klar unterlegen. Ich will aber auch nicht das automatisch machen lassen, weil ich weiß einfach schon, dass die 500 Mann einfach verlieren werden. Wenn ich das automatisch mache. Und das will ich nicht riskieren. Ich zerbombe ihn einfach mit meinen Kanonen. Sagen wir es so. Das war ein easy win. Wie man es so schön hochdeutsch sagt. Also, das war wunderbar. Wir haben 10 Verluste, die haben 156. Ich weiß nicht, was das für eine Aktion war. Eine kluge definitiv nicht. Joa. Ne. Dammt. Und wieso wollen mir jetzt alle Frieden anbieten, dass ich, und ich muss dann auch noch bezahlen, oder was? Nee, sorry. Ich bin so sorry. Alter, die können auch mal aufhören hier. Aufhören. 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 Meine Fresse. Oh.
Nein. Nein. Was ist das? Fehlt nur noch, dass mir die Piraten mir den Frieden angeboten hätten. Dann wäre ich sauer gewesen, ey. So, weil ich Geldprobleme langsam bekomme. Also ich mache jetzt nach jeder Runde Minus. Muss ich jetzt ein bisschen was opfern an Soldaten. Und da Berlin ja generell jetzt schon am Arsch ist, attackiere ich doch einfach mal die Armee. Oder ich warte eine Runde. Allerdings habe ich jetzt mittlerweile langsam Geldprobleme. Ich habe zwar noch 23.000 Gold, aber nächste Runde würde ich dann 20.000 Gold sein. Vielleicht sogar weniger, wenn ich Pech habe. Vielleicht kriege ich auch wieder was, aber ich bezweifle das. Okay. Wir werden jetzt attackieren. Beziehungsweise wir werden attackiert. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, das war so knapp. Das war die knappeste Schlacht, die ich in diesem Format je hatte. Oh, war die knapp. Verdammt. Die haben halt so schön ihre Soldaten in meine Kartätschkugeln reinlaufen lassen. Schade, schade, schade. Schade Marmelade, schade Marmelade. Aber wir haben Königsberg Berlin gehalten. Als wenn. Wir haben einfach Berlin gehalten. Weil die mussten sich jetzt zurückziehen, die Ösis. Cool. Und wir werden aber weiterhin belagert. Voll wieder von einer Riesenarmee der Ösis. Och Gott. Das ist so schwer. Hier noch irgendwas zu reißen. Okay, wir haben ein Problem. Das werde ich jetzt tatsächlich simulieren, weil es hat keinen Sinn, das hier zu spielen. Und ja, Berlin ist gefallen. Wir haben ein Problem. Also, das bedeutet, wir haben nur noch Königsberg. Und Hannover hat sich eine Stadt gegönnt. Passiert jetzt auch nicht alle Tage, aber ja. Hannover hat jetzt Berlin. Finde ich gut. Ach ja. Kann man eigentlich Leute hier wegen Spam-Nachrichten irgendwie hängen lassen? Dann würde ich nämlich die ganzen afrikanischen Staaten und amerikanischen Indianer da hängen lassen. Wegen Spam. Die nerven mich gerade so hart. Wir haben some Problem. Und zwar werden wir jetzt attackiert. Die haben 400 Mann mehr. Dafür habe ich tausende von Kanonen und eine gute Festung. Wenn Königsberg fällt, ist alles verloren. Habe ich keine Stadt mehr, keine Armee mehr. Das bedeutet, das ist sozusagen die ultimative Ending-Schlacht. Oh. Oh mein Gott, Leute, ich habe gewonnen. Ich habe einfach gewonnen. Oh mein Gott. Ich habe einfach gewonnen. Es hat irgendwie, die Belagerung hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, weil 20 Minuten, ich glaube 5 Minuten gab es Fight. Und den Rest, die letzten 25 Minuten, das war einfach nur Schießen mit den Kanonen. Und warten, dass man trifft. Boah, ich bin so glücklich, ey. Ich habe einfach auf sehr schwer mit einer unterlegenen Armee gewonnen. Okay, gut, Kanonen sind halt auch, ja. Sind halt schon echt überpowered.
muss ich erstmal überhaupt generell alles nochmal neu rekrutieren. Was nochmal richtig Geld kosten wird, aber... Oh mein Gott, ey. Was ist das? Gewesen. Jede Einheit hat gefühlt tausend von Männern gefordert. Alles klar, Leute, wir attackieren die mal wieder. Und zwar attackieren wir jetzt die Polen. Würde ich mal sagen, let's go. Oh. Oh. Ja, wir haben verloren. Das war's. Wir haben verloren. Die tapferen Preußen. Und wir werden ins Menü zurückgeworfen. Unglaublich, keine Statistik. Ja, Leute, damit würde ich mal sagen. Ciao.